Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Safety Gages Skyblock. Und heute wollen wir uns um etwas Neues kümmern, um einen neuen Booster, um eine neue Rakete. Denn wir haben in den letzten Folgen schon sehr viel Fortschritt gemacht, sehr viel technischen Fortschritt. Wir haben eine neue kleine, mehr oder weniger Main Base, die wir unten haben. Ich habe mir auch nochmal ein paar Gedanken gemacht um dieses Core-Design. Es gibt ein Design, das ich sehr gerne machen würde, aber ich weiß nicht genau, wie man das Ganze baut. Beziehungsweise bin ich mir auch gar nicht sicher, ob man das in Minecraft so gut bauen kann. Es gibt so eine Art Impossible Cube, sage ich jetzt einfach mal. Das ist so eine Art Würfel, der aber an keiner Seite mit sich selber connected ist, wenn das Sinn ergibt. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Jedenfalls, das würde ich gerne machen, aber dafür ist der Platz nicht genug. Deswegen machen wir, glaube ich, eher so einen relativ kleinen ME-Kern. Wir brauchen eh keinen großen, wenn dann ist ME-Kern immer nur für die Show, damit es cool aussieht. Aber wir wollen uns irgendwas ganz anderes kümmern, um das ME-System erst ein bisschen später. Wir wollen heute auf den Mars. Okay, vielleicht noch nicht ganz so schnell, aber wir wollen uns auf jeden Fall um die Rakete für den Mars kümmern. Das heißt, wenn wir wieder zu unserem Rocket Lab gehen und einfach mal hier drüben nachgucken, dann haben wir mittlerweile die Tier 2 Rocket hier drüben und für die brauchen wir eigentlich gar nicht mehr so viel Stuff. Wir brauchen auf jeden Fall Heavy Duty Plates Tier 2. Das ist relativ wichtig, aber wir brauchen auch sowas wie Meteoric Iron und davon haben wir tatsächlich, glaube ich, mittlerweile relativ viel, würde ich jetzt aber behaupten. Ich habe... das war falsch. Ah, nee, war richtig. Leute, sieht einfach genau gleich aus. Wir haben gerade 33 Raw Meteoric Iron. Ich habe keine Ahnung, ob das reichen wird. Maybe, hoffentlich. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall auch wieder eine Menge von unseren Heavy Duty Plates. Das heißt, wieder Compressed Steel und die ganzen anderen. Bronze, Tin war das andere, glaube ich. War es Tin oder Aluminium? Aluminium. Und Steel brauchen wir zusätzlich. Ich frage mich gerade, ob wir mittlerweile... Yes! Oh mein Gott, den gibt es mittlerweile. Den Electric Compressor. Oh, Baby. Okay, dann wollen wir ganz kurz gucken, was wir dafür noch brauchen. Wir brauchen einen normalen Kompressor, den haben wir schon. Wir brauchen Aluminum Wire. Dafür brauchen wir wieder ein bisschen mehr Wool. Und wir brauchen den Advanced Wafer. Das heißt, wir brauchen den Circuit Fabricator. Und für den brauchen wir den ganzen Stuff hier. Zwei Buttons. Wir brauchen einen ganz normalen Ofen. Wir brauchen eine Redstone Torch. Und wir brauchen auch wieder die Aluminum Wire. Alright. Das heißt, wir brauchen auch von diesen Wicker-Dingern wieder super viel. Und dann brauchen wir hier Vlies von uns. Ich glaube, so müssen wir das machen, ne? Und das ist dann Wolle? Yes, sir. Perfekt. Und dann können wir uns hier oben ein paar Aluminum Wires bauen. Und mit dem Aluminum Wire den Circuit Fabricator und theoretisch auch schon den Electric Compressor. Der Circuit Fabricator, ist es halt die Frage, ob wir den bei uns in die Rocket Lab Base stellen oder in unsere normale Main Base. Ich sag mal, eigentlich würde es schon mehr Sinn machen, wenn wir die Sachen hier auch in unserer Main Base stehen haben. Obwohl... Ja, doch, eigentlich schon, ne? Das Oxygen-Zeug lassen wir mal hier trotzdem. Extend einfach mal die Dinger nach hier hinten. Ich habe ganz vergessen, dass wir trotzdem das auch wieder so komisch machen müssen, damit er die Energie hier richtig bekommt. Und das gleiche mit dem Kompressor eigentlich auch, ne? Obwohl, nee, beim Kompressor ist es... Ah, da ist es egal. Ah nein, das ist ja auch noch nicht der richtige. Okay, der würde dann wahrscheinlich später auch einfach halt gedreht hier stehen müssen, kann ich mir vorstellen. Also auf die Art und Weise, wenn er dann später richtig ist. Jetzt brauchen wir den Circuit Fabricator. Und für den, das können wir mal ganz kurz rausmachen, brauchen wir super viel Zeug. Wir bauen jetzt einen Diamond, Redstone, einen Repeater und wir bauen Silicon. Okay. Wir brauchen Redstone, Dia, wir brauchen Silicon, stand hier gerade, und wir brauchen einen Repeater. Das wird interesting. Okay. Er wird... Wait, können wir den... Oh! Was für ein cooles Rezept. What the fuck? Da bin ich auf jeden Fall on board. Das ist sehr viel cooler als das Vanilla-Ding davon. Jetzt brauchen wir nur wieder ein bisschen Redstone. Zack. Und dann haben wir die oben drin. Und jetzt runnt er. Und dann macht er dafür den Advanced Wafer. Sehr cool. Davon werden wir später, glaube ich, noch ein paar mehr brauchen. Das wäre also auch sehr nice, wenn wir die Dinger in Zukunft automatisieren könnten oder sowas. Ich glaube, er braucht sogar nicht mal alle von diesen Rohstoffen hier, oder? Doch, tatsächlich schon. Ich habe gedacht, da war irgendwas, dass er einen Rohstoff nicht braucht, sondern daraus nur irgendwas anderes macht. Irgendwie ein cooles Menü, aber irgendwie ist es auch einfach nur Crafting aus 5 verschiedenen Items. Naja, okay, ich will mich nicht beschweren. Hier ist unser Advanced Wafer und damit können wir jetzt praktisch dann mit diesem wunderbaren Kompressor einen elektrischen Kompressor machen. Ich weiß gar nicht, ob man den beschleunigen kann. Here we go. Zack, der kommt hier hin. Nice. Okay, Battery Slot, aber mehr kann er tatsächlich noch nicht. Ist aber auch, würde ich jetzt einfach mal sagen, gar nicht mal so schlimm, oder? Wir können einfach mal gucken, wie schnell er damit klarkommt, wenn wir jetzt die Dinge reinwerfen, ob er... Yo! Er ist ja viel schneller als der Alte! Holy smokes! Und er gibt sogar mehr Output, oder? Wait, der macht mehr Sachen gleichzeitig. Warte. Ja doch, der macht direkt zwei Sachen auf einmal. Das ist ja super sick. Okay. Ja, einfach 100 mal schneller geworden, das Ding auf einmal. Gut, dann brauchen wir gleich Meteoric Iron und das bekommen wir. Meteoric Iron Dust. Und das kriegen wir entweder im Crusher oder auch in dem hier. Yes! Geht beides. Und dann kriegen wir zwei Stück davon raus. Das heißt, unsere Crushing Factory hatten wir hier. Werfen das mal hier oben rein. Autosort an. Da fehlen auch wieder Upgrades, ne? Speed Upgrade, ein Energy Upgrade. Aber ist für jetzt eigentlich schon mal okay. Und dann können wir das direkt schmelzen, ne? Meteoric Iron Dust. Zack. Wird hier drüben zu Meteoric Iron. Yo. Okay. Und wir haben wirklich eine ganze Menge davon. Also wir haben ja knapp über einen Stack. Wir sollten 66 Stück haben, wenn ich mich nicht täusche.
wenn wir alle hiervon fertig haben. Und das sieht sehr gut aus. Perfekt, 66 Stück. Und für die Plates brauchen wir dann auch wieder die Dinger. Und das ist einfach nur ein einziges Ingot davon. Das heißt, wir können einfach schon mal meinetwegen die Hälfte hier reinschmeißen. Und dann macht er auch direkt zwei daraus. Yo, what? 4 Stück aus 2 Ingots. Alter, okay. Hä, der ist ja viel besser als der alte Kompressor. Obwohl, oder halt, ja doch, er ist viel besser. Aber definitiv, er ist wirklich sehr viel besser. Crazy. Ich weiß gar nicht, ob wir so viel überhaupt brauchen. Warte, wir haben jetzt schon mal 32 Stück. Das können wir ja schon mal beibehalten. Und dann brauchen wir jetzt gleich wieder die normalen Heavy Duty und die Meteoric Iron zusammen. Und die werden dann eben zu der Tier 2. Da ist sie. Tier 2 Heavy Duty Plate. Davon brauchen wir mindestens 10 Stück. Hierfür brauchen wir nochmal Compressed Meteoric Iron. Und ich glaube, wir brauchen gar nicht mehr. Wir brauchen wirklich nur 10 Stück normalerweise, oder? Das heißt, damit sollten wir jetzt schon good to go sein. Für die brauchen wir nichts mehr. Für die Engine brauchen wir nichts, für die Nosecomb brauchen wir nichts und für den Booster brauchen wir nichts. Ja, chillig. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Dann würde ich sagen, Nosecone können wir hier schon mal machen. Dafür brauchen wir wieder eine Redstone Torch. Dann haben wir die schon mal ready. Wir brauchen gleich die Rocket Fins wieder. Ich glaube mal, für die werden wir höchstwahrscheinlich ein bisschen mehr Stuff nochmal brauchen. Also die, genau, jetzt haben wir schon Heavy Duty Plates. Die fehlen wieder. Das heißt, wir brauchen wieder Bronze, wir brauchen Steel und wir brauchen Aluminum. Aluminum haben wir sehr viel. Machen wir die schon mal hier drüben rein. Und wir kümmern uns in der Zwischenzeit mal um Speed-Upgrades und Energy-Upgrades für die Maschine. Dafür brauchen wir wieder Glass. No! Da ist sogar fast ein Stack neue Maschine drin. Das ist ziemlich cool. Okay. Und there we go. Everything geupgradet in dieser wunderbaren Maschine. Das ist sehr schön. Der ist mittlerweile sogar schon fertig. Das war auch crazy schnell. Jetzt können wir eigentlich Bronze als nächstes herstellen. Ich frage mich, ob wir dafür mittlerweile auch was machen können. Yes! Metallurgic Infuser, Tin Dust und Copper Ingot. Das heißt, wir können jetzt wirklich hier hingehen. Unseren Tin Dust, meinetwegen, können wir den auch enrichen eigentlich? Nee, das geht leider nicht. Aber es ist nicht so schön. Das heißt, wir machen jetzt die 16 hier unten rein. Copper Ingot hier oben drüber. Der fehlt ja auch alles an Upgrades. What the hell? Und dann kriegen wir Bronze hier drüben raus. Yo, aber wie viel? Wie geil, bitte. Und das Bronze können wir dann direkt wieder hier machen, um die Plates zu machen. Dasselbe können wir dann jetzt gleich auch noch. Warte, das dumpen wir jetzt mal eben. Wieder mit Kohle und mit... Wait, sollten wir Kohle nicht sogar auch noch hier? Carbon, genau. Und mit Iron machen, damit wir einfach direkt eine Menge Steel bekommen. Das ist einfach, es ist ridiculous. Wir können uns in der Zwischenzeit, glaube ich, schon mal um die ganzen neuen Dinger hiervon kümmern. Das heißt zum Beispiel um den wunderbaren Booster, den wir uns noch craften müssen. Haben wir hier finden Steel-Dings mit dazu. Heavy Duty Plate, Oxygen Vent und dann haben wir basically das Ding hier fertig. Sobald wir die neuen ganzen Booster und sowas haben. Dafür brauchen wir jetzt noch Steel. Genau, das war das Einzige. Das machen wir gerade. Sehr cool. Und dann können wir eben unsere Heavy-Duty-Plates herstellen. Und dann heißt es wieder Heavy-Duty-Plate-ception. Jetzt werden sehr, sehr viele davon hergestellt. Wir haben hier unseren Booster. Eieieiei, hallo. Den würde ich ganz gerne mal im Inventar behalten, damit ich checke, was wir mit dem machen. Das wäre sehr cool. Danach brauchen wir natürlich noch die Rocket-Fins. Davon können wir uns auch einige bauen. Davon brauchen wir... Ist gerade ein bisschen laggy im Crafting-Feld, aber ist hoffentlich okay. Brauchen wir dafür noch normales Compressed Steel? Wait a second. Mach das mal ganz kurz so, auf diese Art und Weise hier. Dann haben wir nämlich die 4 Rocket Fins hier drüben. Und jetzt brauchen wir noch die Tier 1 Booster. Und dafür brauchen wir nochmal ein bisschen Compressed Tin. Wir brauchen gleich noch gelbe Wolle und wir brauchen einen Fuel Kanister. Das heißt, wir brauchen eigentlich einen Empty Kanister, oder? Wenn ich das richtig verstehe, sollte, glaube ich, hinkommen. Empty Kanister, there we go. Dafür brauchen wir eine Menge Tin. Und ja, okay, eigentlich nur eine Menge Tin. Das haben wir alles hier mit dabei. Dann haben wir den hier. Und nein, der zweite fehlt. Oh, wir haben sogar. Aber da ist Öl drin. Ich frage mich halt, ob wir den auskippen können. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie funktionieren würde. Aber da schauen wir dann gleich nochmal, wenn es soweit ist. Jetzt gehen wir erstmal wieder rüber zur... Wir fliegen da natürlich nicht hin, sondern wir nehmen unseren Teleporter. Chillig. Und der Fuel Loader ist nicht mal hier drüben. Ich frage mich, ob wir den überhaupt benutzen können dafür. Oder ob das jetzt gleich super wasted ist. Weil ich glaube, wahrscheinlich ist das super wasted, ne? Ja klar, das brauchen wir überhaupt nicht. Warte mal, wie kriegen wir denn jetzt in diesen Empty Kanister Zeug rein mit einem Gas Liquifier und dann haben wir hier... Wait, what? Nein. Ja? Nee. Das war was ganz anders, oder? Können wir den vielleicht einfach wie einen Eimer benutzen und einfach Rechtsklick auf irgendwas machen? Warte mal, wo wäre denn ein Bucket? Hier ist Fuel drin. Ah, ja, okay. Guck mal. Einfach fast gerade so eine komplette neue Maschine gebaut, damit das funktioniert hätte. Okay, und für das Ding brauchen wir jetzt noch Yellow Fleece. Oh, ich wollte gerade schon sagen. Aber nee, gut, dann brauchen wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr Fleece. Das heißt, wir brauchen ein paar mehr Sheeps. Oder wir machen mal ganz fix eine Sache, die wir wahrscheinlich schon sehr viel länger hätten machen sollen. Wir bauen uns einfach mal ein bisschen Cotton hier drüben auf unserem Feld an. Und jetzt kommt wieder der Rechtsklick-Spam-Gott, um daraus super viel Cotton zu machen. Und natürlich eine Menge andere Seeds.
Dann können wir uns damit Yellow Wool machen und mit der Yellow Wool jetzt glaube ich auch, jawohl, unsere Rocket Booster. Die wären sogar nur leer gemacht, dann hätten wir einen behalten können, den wir gerade hatten davon. Das wäre sehr viel cooler gewesen. Ja, aber dann haben wir die beiden Dinge von fertig. Sehr, sehr cool. Und wir können direkt wieder zu Rocket Lab teleportieren. Da müssen wir, glaube ich, jetzt wirklich schon auch im Inventar alles haben, um diese Rakete zu bauen, oder? Heavy Duty Blade, wait, next. Heavy Duty Blade, here we go. Unsere beiden Rocket Booster, unsere vier Rocket Fins, unsere Engine und unsere Nose Cone und Dicey, die Bigger, Better, Faster Tier 2 Rocket. Hello, mein Bester. Ich frage mich, können wir den irgendwie abbauen hier? Wahrscheinlich müssen wir das Pad kaputt machen, kann ich mir vorstellen. Sehr schön. Und dann haben wir hier, genau, unser Launchpad. Das ist, glaube ich, sogar noch gut für die Rakete, die wir jetzt haben. Und das wäre dann, ja, die ist auf jeden Fall um einiges größer als die davor. Es sind vier Booster, obwohl wir nur zwei gecraftet haben. Äußerst mysteriös. Es passt natürlich auch mehr Fuel hier drüben mit rein, das ist vollkommen klar. Aber ansonsten ist das unsere Tier 2 Rocket. Und das ist auch die Rakete, die wir brauchen. Hier ist es, um zum Mars zu fliegen. Das heißt, wir könnten mit dieser Rakete, wir könnten jetzt glaube ich noch nicht so ganz hin. Oder maybe vielleicht sogar schon. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber ich meine normalerweise brauchen wir auch hierfür den Tier 2 Spacesuit und so weiter, den wir uns noch bauen müssen. Genau, Tier 1 Spacesuit. Aber es gibt, glaube ich, auch, genau, den Tier 2 Spacesuit. Und der ist hier. Und dafür brauchen wir die Tier 2 Pressure Plate, Armor Plate und Radiation Plate. Und ich glaube, zusätzlich brauchen wir sogar auch noch, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, Woolcloth. Okay, wir müssen unbedingt irgendwas bauen, Freunde, um uns besser Wolle herstellen zu können. Weil das Verfahren, was wir die ganze Zeit haben, das ist absolut nicht gut. Da bin ich nicht okay mit. Das dauert viel zu lange. Wir haben viel zu wenig Stuff, was wir da rausbekommen. Wolle bekommen wir praktisch nur über diese Art, über den Industrial Loom oder eben über das Crafting. Aber das ist eigentlich genau dasselbe davon. Nur, dass das eine eben mehr automatisch ist. Das heißt, wir brauchen definitiv eine Zuckerrohrfarm und wir brauchen irgendwas, wie wir automatisch String bekommen. Eine Sache dafür ist natürlich Cotton, was wir jetzt gerade hatten. Die andere Sache wäre wahrscheinlich eine Spinnenfarm oder sowas in der Art. Dafür ist der Industrial Loom tatsächlich relativ sinnvoll, weil wir dann mehr String hier drüben rausbekommen. Die Frage ist jetzt nur, haben wir sowas wie eine Garden Glotch zum Beispiel? Hätten wir tatsächlich, ja, könnten wir uns auch bauen, damit wir die Sachen davon automatisieren könnten. Das wäre natürlich ziemlich nice. Die hätten wir damit auf jeden Fall schon mal am Start, aber ich würde sagen, um die Garden Glotches und um eine automatische Wollefarm kümmern wir uns dann in den nächsten Folgen. Mal gucken, was wir da genau machen. Wenn ihr einen Vorschlag habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns morgen in einer neuen Folge Sceptic Ages wieder. Also haut rein, habt noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Peace.